Florian Silbereisen muss man nicht vorstellen, Ilse de Lange kennen viele RTL-Zuschauer noch von Let's Dance. Aber wer ist eigentlich der dritte Neue in der DSDS-Jury? Tobi Gard im Porträt. Tobi Gard nimmt neben Florian Silbereisen und Ilse de Lange 2022 in der DSDS-Jury Platz. Der 53 Jahre alte Musikproduzent lebt in den USA und arbeitete bereits mit zahlreichen internationalen Künstlern wie Beyoncé zusammen. Seine ersten Schritte in der Musik machte er jedoch in seiner Heimat München. Der neue Juror bei Deutschland sucht den Superstar bringt jede Menge Erfahrung im Musikbusiness mit, sein Vater kommt aus Dänemark, Tobias Tobi Gard wurde 1968 in München als Sohn eines dänischen Jazzmusikers und einer Deutschen geboren. Bereits im Alter von 7 Jahren entdeckte er seine Musikleidenschaft, zu seinen ersten Musikinstrumenten zählten Banjo und Klavier. Ende der 80er Jahre kamen erste kommerzielle Erfolge, als Frank Farian 80, ihn und seinen Bruder Jens entdeckte und mit ihnen unter anderem am Debütalbum für Milli Vanilli arbeitete. Anfang der 90er Jahre betätigte sich Gard als Produzent und produzierte 2 Alben der mauritischen Sängerin Jacqueline Morin aka Jackie Carter. Im Jahr 2000 zog er nach New York City, um seine Karriere weiter voranzutreiben, kleiner als kleiner als kleiner als DSDS, alle Staffeln, alle Juries größer als größer als größer als. 2008 kam für Gard dann der Durchbruch. Nach der Grammy-Nominierung für Fergie's 46. Interpretation seines Songs Big Girls Don't Cry wurden zahlreiche Stars auf den talentierten Komponisten aufmerksam. Es folgte die Zusammenarbeit mit John Legend 43, Beyoncé 40, Madonna 63 oder Selena Gomez 29. Er produzierte Beyoncés Megahit If I Were a Boy, Gold, Platin, Diamant und diverse Grammy Award-Beteiligungen brachten Gard die Beteiligungen an den Songs ein. Zu seinen größten Erfolgen zählen Beyoncés If I Were a Boy und John Legends All of Me. John Legend ist ein guter Freund, erzählt Gard im RTL-Interview. Mit Madonna arbeitete er ebenfalls gerne zusammen, die hat mich danach noch zu allen ihren Geburtstagspartys eingeladen, über Jahre hinweg. In den vergangenen Jahren betätigte sich Gard auch als Filmemacher, Regisseur und Produzent von Umweltdokumentationen.